Was wir gestern in Thüringen und in Sachsen erlebt haben, ist ein wahrer Tsunami. Die ganze politische Landschaft in Deutschland wird gerade massiv erschüttert. Und diese Wahlen und die kommende Wahl in Brandenburg möglicherweise auch, wird uns noch sehr viel zu reden geben. Aber erstmal muss ich etwas loslassen. Und zwar, ich bin wirklich erschüttert über die ganze Hetze, über die Häme, die ausgeschüttet wird, über die Wähler in Thüringen und Sachsen. Also das ist einfach eine Präpotenz, die wirklich nicht auszuhalten ist. Und deshalb muss ich unbedingt etwas sagen. Ja, ich habe heute den ganzen Tag, bin ich Auto gefahren, ich war auf der Autobahn und ich habe eben alle möglichen Radiosendungen angehört. Also das ist irgendwie unerträglich, was da von sich gegeben wird. Ja, insbesondere seitens der Grünen und der SPD. Ja, also die schimpfen ohne Ende. Ja, die sagen, die ganzen Wähler in Thüringen und Sachsen sind, ja, bescheuert, sie sind blöd, sie verstehen nicht irgendwie das, was die richtigen Parteien sagen und deshalb wählen sie falsch. Also das ist eine Einstellung, die wirklich unerträglich ist. Insbesondere, ja, von einer Partei, konkret die SPD, die ja bei der letzten Bundestagswahl 2021 immer wieder mit Respekt geworben hat, ja. Und diesen Respekt haben sie überhaupt nicht. Ja, was wir jetzt gerade erleben, ist eine Flut von Hetze und Respektlosigkeit gegenüber den Wählern in Thüringen und in Sachsen. Ich werde hier einige Beispiele geben. Ja, also das hält man nicht für möglich. Also zum Beispiel ein Herr Dieter Janacek, ja, nur um ein Beispiel zu geben, das ist der Koordinator Bundesregierung von Maritime Wirtschaft und Tourismus, Team BMWK MDB für München. Ein Grüner, ja, und er ist hier abgebildet mit Robert Habeck. Und er sagt hier, Teile der Union haben mit ihrem Hass- und Hetzekurs und dem Nachplappern rechter Narrative, Migration, Energie, gegenüber uns Grünen der demokratischen Mitte schweren Schaden zugefügt. Also Konsequenz darf Markus Söder jetzt seinen Wählern Koalitionen mit BSW und Linken erklären. Ja, das ist die generelle Einstellung der Grünen nach den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen. Also die sagen, ja, die Wähler haben falsch gewählt, weil sie eben voller Hass sind. Das ist ganz schrecklich. So hat zum Beispiel Steffi Lemke, das ist die Bundesumweltministerin, die hat gesagt, ja, der Hass im Osten gegenüber den Grünen sei so groß und deshalb seien die Wahlergebnisse so katastrophal gewesen. Ja, also das Ganze ist wirklich unerträglich. Die sollten sich mal überlegen, warum die Sympathiewerte, die Zustimmungswerte für die Grünen so katastrophal sind. Ja, weil die Grünen eine zerstörerische Politik betreiben. Sie fahren dieses Land gegen die Wand, ja. Sie wollen mit einem grotesken Heizungsgesetz die Menschen ärmer machen. Die Menschen werden schon ärmer aufgrund der ganzen Bedingungen zum Bauen, ja, die ganzen Auflagen, ja, das geht alles auf die Grünen zurück und die wundern sich jetzt, warum sie so unbeliebt sind und sagen, ja, das ist alles nur Hass gegen uns und das sei ganz schlimm und ganz schrecklich. Also das Ganze ist wirklich nicht auszuhalten. Ich finde so eine unglaubliche Respektlosigkeit gegenüber den Wählern in Sachsen und Thüringen unglaublich. Ich habe sogar ein bisschen eine Sendung im Deutschlandfunk gehört. Ja, und da haben meistens Leute angerufen, also die Sendung heißt Kontrovers, dass die meisten Leute, die da angerufen haben, das waren eher linke Leute, die entsetzt sind und so weiter. Ja, und die haben ungefähr so argumentiert, ja, wie die Frau Lemke oder dieser Herr Janacek gerade eben. Aber es gab auch andere, die haben gesagt, pass mal auf, was ihr nicht kapiert, ist, dass der Osten anders tickt, ja. Und wenn diese Grünen, ja, oder diese SPD kommen und die wollen uns vorschreiben, wie wir zu leben haben, ja, wir denken nicht dran, dann werden wir eben auf Protest gehen, ja. Und das wollen partout diese linken Parteien eben nicht akzeptieren. Ja, und das wird jetzt aufgrund der Reaktionen nochmal bestätigt. Also zum Beispiel hier, da gehe ich hier weiter, zum Beispiel Frau Esken. Nach den Ergebnissen der Landtagswahl müsste man jetzt noch mehr die eigene Politik erklären und für die eigenen Positionen werben, sagt Saskia Esken, Parteichefin der SPD. Ja, also diese Dame, was denkt sie sich? Also gestern zum Beispiel, Sonntag, ja, ging unser Bundespräsident nach Solingen, ja, Herr Steinmeier, SPD, und hat dort gesagt, in Solingen, bei der Gangfeier aufgrund des Attentates neulich, hat gesagt, dass die Beschränkung der Zuwanderung müsste höchste Priorität in Deutschland werden. Okay, was soll man dann noch besser klären? Ja, und was muss man erklären, dass das wirklich
unerträglich ist, dass der Bundespräsident ja erst jetzt darauf kommt, ja, also nachdem er schon seit Ewigkeiten im Amt ist, aber plötzlich, weil die SPD völlig abschmieren könnte bei diesen Landtagswahlen, dann kommt er einen Tag der Wahl, ja, und sagt sowas, ja, und dann meint er wohl, dass die Leute das ihm das irgendwie glaubwürdig finden und ihm das abnehmen, dass er plötzlich sagt, ja, tatsächlich ist die Zuwanderung, die Einwanderung irgendwie etwas ganz Problematisches und das Einschränken davon muss eben begrenzt werden. Ja, ist das eigentlich die Erklärung einer besseren Politik? Nein, das ist wirklich reiner Machiavellismus, ja, das ist reine Taktik. Am Tag der Wahl sagt er noch sowas, damit vielleicht noch ein paar Leute für die SPD stimmen. Also das Ganze, ja, und die glauben tatsächlich, sie meinen, dass sie die Wähler täuschen können. Oder zum Beispiel hier, das ist ein Kommentar von die Berliner Runde. Und da sagt einer, sie halten sich noch immer für schlauer als die Wähler und wollen immer noch ihre Politik einfach nur besser erklären. Wer erklärt es ihnen? Es geht ja konkret um eine Interview, das ist die Berliner Runde, da war Kevin Kühnert von der SPD und sagt, ja, die haben alle falsch gewählt und wir haben uns nicht durchsetzen können, beziehungsweise es war so viel Sätze und die CDU hat außerdem noch die ganzen AfD-Parolen wiederholt und bla bla bla. Das heißt, im Grunde genommen sagen die alle immer dasselbe. Die Wähler in Thüringen und Sachsen sind zu blöd, um die Realität zu verstehen, die Politik zu verstehen und deshalb wählen sie eben die falschen Parteien. Das ist eigentlich, was von denen kommt. Ja, das heißt, die machen sich überhaupt keine Gedanken darüber, warum sie ja gar nicht reingekommen sind. Zum Beispiel die Grünen in Thüringen, die haben nur 3,2% bekommen. Und die SPD hat es gerade noch in Sachsen geschafft. Ja, also es drohte ja in Sachsen sogar, dass sie da unter die 5%-Klausel kommen. Das haben sie noch irgendwie abgewendet, aber trotzdem. Oder zum Beispiel hier. Heftige Entgleisung bei der ARD während des Interviews mit Bodo Ramelow. Der Moderator übernahm die linke Logik des Ministerpräsidenten und bezeichnete Stimmen, die Wähler der AfD gaben, indirekt als nicht demokratische Stimmen. Ja, das ist eigentlich so, wie sie sich diese Leute äußern. Und die wundern sich, dass sie dann eben dann nicht mehr gewählt werden. Das Unerträglichste ist natürlich dann bei der ZDF gewesen, ja, und zwar da hat sie diesen Wahlsieg von AfD und BSW mit dem Überfall auf Polen im Jahr 1939 verglichen, ja, und das führt natürlich für ein allgemeines Entsetzen. Da haben viele Leute auch, die irgendwie alles andere als rechts sind und so, ja, also die haben alle gesagt, also das ist doch völlig maßlos, was hier passiert, ja, wie kann eben das ZDF, das heißt ein Staatsmedium, ja, ein Staatsfernseher, der eine gewisse Objektivität, ein gewisses Maß halten sollte. Wie kann so ein Medium so etwas sagen, ja? Und die merken offensichtlich nicht, wie die Wähler dort beschimpfen. Also das ist wirklich eine Schande. Also ich fühle richtig Fremdschämen, wenn ich diese ganzen Geschichten lese. Oder zum Beispiel hier habe ich einen Tweet von Frau Professor Dr. Susanne Schröter. Das ist alles, ich glaube, sie ist nicht einmal konservativ, sie ist islamkritisch. Und sie schreibt auch, die Wähler haben den Ampelparteien einen schmerzhaften Denkzettel verpasst. Selbstkritik, Fragezeichen, keine Spur. Schuld sind immer die anderen. Bei so viel Ignoranz hilft auch keine Demo gegen rechts mehr. Ja, das ist genau das Richtige. Das heißt, wir haben es hier mit einer Situation, wir haben es wirklich mit einer politischen Krise, ja, weil wir sehen, dass hinter dieser Hetze, dieser ganzen Respektlosigkeit, dieser ganzen unglaublichen Diffamierung der Wähler im Grunde genommen schlummert da der Gedanke, im Grunde müssen wir dieses ganze politische System verändern, denn die Wähler wählen nicht die richtigen Parteien. Das ist eigentlich, was in den Köpfen von diesen ganzen linken und grünen Politikern so schlummert. Ja, wir müssen möglicherweise das Parteiengesetz verändern, wir müssen möglicherweise Parteien verbieten, vielleicht müssen wir das Wahlgesetz ändern, denn so kann es nicht weitergehen, denn sie wählen uns nicht, weil sie eben alle falsch gepolt ist. So kommt das einfach rüber und das konnten sie heute, wenn sie auf der Autobahn Radio gehört haben, den ganzen Vormittag so hören. Also das Ganze ist wirklich unerträglich.
Ja, und das ist noch milde ausgedrückt. Das Ganze ist nicht unerträglich, das Ganze ist extrem gefährlich. Denn diese Leute, man darf ja nicht vergessen, die Ampel ist immer noch an der Macht. Das heißt, sie haben immer noch sehr viel Macht, sie können immer noch sehr viel bewegen, obwohl sie extrem unbeliebt ist. Und diese extreme Unbeliebtheit führt offensichtlich dazu, dass sie sich diese Leute immer autokratischer geben. Das heißt, wir müssen damit rechnen, dass diese Leute so richtig jetzt reinhauen und versuchen, irgendwie alles zu zerstören, ja, um möglichst noch irgendwie Terrain zu gewinnen und möglicherweise eben, das ist ihr Kalkül, dass sie bei den nächsten Wahlen eben doch gewählt werden. Ja, also wir müssen davon ausgehen, dass Nancy Faeser, Olaf Scholz und so weiter noch undemokratischer handeln, ja, und eben noch autokratischer eben gegen Gegner der Ampelkoalition vorgehen.